Ja, hallo ihr alle, jetzt sind wir wieder da und es ist wirklich einfach total berührend, was hier heute gerade geschieht und wie jeder einzelne Beitrag den vorhergehenden Beitrag noch vertieft, wie eine Symphonie an Informationen, an Licht, die einfach entsteht dadurch, dass jeder einzelne der Referenten seine ganz eigene Art und Weise zum Ausdruck bringt und uns hier beschenkt. Und auch Jade macht eine großartige Arbeit und es ist einfach total schön, diese Atmosphäre hier. Ja, so eine richtige gute Atmosphäre, um so einen Tag, eine Einweihung vom TV EU Zürich St. Gallen wirklich zu beginnen, so eine Wurzelenergie für das Ganze, was hier entsteht und noch weiter entstehen darf. Wir hatten im Beitrag vorher mit Simone Meyer die Freude, auch viel über die Spiritualität der Kinder zu erfahren und wie sehr sie unser Leben mit beeinflussen und uns lehren. Und es war einfach total berührend, auch die Begegnung mit der geistigen Welt. Und jetzt dürfen wir Karin Frey begegnen. Sie ist auch eine großartige Heilerin, aber auch ein starkes Medium. Ja. Und ich freue mich sehr jetzt, dass sie zu euch auch spricht. Und ihr Thema ist Energiearbeit, ein natürlicher Weg zu ein lebendiges Gleich. Ja, genau. Das hatte ich gerade eigentlich noch. Zu einem lebendigen Gleichgewicht, genau. Und ich möchte jetzt gerne der Karin den Raum übergeben und wenn du einverstanden bist, dann später noch ein paar Fragen stellen zu deinem Vortrag, zu deinem Beitrag und auch zu deiner Arbeit. Okay. Wunderbar. Gut. Dankeschön. Ich möchte mich zuerst auch bedanken für diese Möglichkeit, hier zu sein, meine Ideen hier zu präsentieren, mich selbst zu zeigen, finde ich wunderschön. Ich möchte kurz auf meinen Titel eingehen, wo ja die Energiearbeit ein Thema ist, das energetische Heilen. Da möchte ich einfach zu dem Begriff noch sagen, dass meiner Meinung nach energetisches Heilen überall immer zu jeder Zeit stattfindet. Es ist eigentlich, man könnte auch sagen, immer mit Veränderung verbunden, das heißt, alles, was ich betrachte, alles, jedem Wesen, jeder Pflanze, jedem Stein, dem ich begegne, beinhaltet die Möglichkeit, mich zu verändern und mich zu heilen. Das ist mir sehr wichtig, auch in meiner Arbeit, dass ich den Menschen mitgeben kann, ihr braucht eigentlich nichts auf eurem Weg, außer die Achtsamkeit dem gegenüber, was euch im Außen begegnet und dem gegenüber, was euch im Inneren begegnet. Und dann kommt ihr in einen Austausch, in einen Dialog und daraus entsteht Veränderung und das ist für mich Heilung. Ein natürlicher Weg ist es für mich, weil es uns einfach von Natur aus gegeben ist, weil wir nicht anders können, als Energien auszutauschen. Es geht gar nicht ohne. Und ein lebendiges Gleichgewicht ist, habe ich daher gewählt, weil ich die Heilung oder den Weg in die Heilung oder den Weg in die Ganzheit eben wie ein Pendel sehe, ein Pendel zwischen zwei Polen. Es ist nicht ein statisches Gleichgewicht, sondern ein lebendiges Gleichgewicht, das viel auch mit
mit Gleichgewichten, Gleichwerten zu tun hat. Und über das Gleichwerten oder Gleichbewerten komme ich danach in eine Nicht-mehr-Werten hinein. Und ab dann, wenn ich nicht mehr werten muss, annehmen kann, was mir zeigt, auch darin ist wieder Heilung enthalten. Ich suche jetzt ein Beispiel. Also, wenn ich da auf Simone zurückgehe mit den zwei Polen, da hat man ja auch zwei Pole gehabt, Eltern und Kinder. Und also ich bin Elternteil von einem und ich bin zugleich Kind von jemandem. Und in der Mitte, wenn ich das verschmelzen kann miteinander, wenn ich die zwei Pole verschmelzen kann miteinander, liegt eigentlich in jeder dieser Verschmelzungen liegt eine kleine Erleuchtung. Wie auch zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wenn ich die zusammenbringen kann, bin ich im Jetzt. Und da ist nichts anderes als Bewusstwerdung möglich, wenn ich das wirklich, diese Verschmelzung wirklich geschehen lassen kann. Und die kann geschehen, wenn ich mal erstens erkenne, dass ich keinen Pol oder keinen Charakterzug ohne dass sein Gegenüber leben kann oder haben kann. Also ich kann nicht sagen, ich bin jetzt ein sehr ehrlicher Mensch, ohne dass nicht die Lüge auch ein Thema oder ein Teil von mir ist. Und es wird so lange, wird mir die Lüge gezeigt, bis ich erkenne, aha, auch das ist in mir. Und wenn ich da Frieden schließen kann, nicht mehr werten muss, dann kommen diese Pole zusammen und darin entsteht das Neue. Wie? Mann und Frau zusammenkommt, männlich und weiblich, und ein Kind entsteht. So etwa. Ja, das fällt mir noch ein. Ich finde es einfach ein sehr schönes Wort, lebendiges Gleichgewicht, weil es fühlt sich angenehm an, so wie ein Wiegen. So. Dann komme ich wieder in die Mitte und dann kommt das Nächste. Fällt mir also gerade nichts mehr ein. Das beinhaltet die Pole, alles ist drin. Ne? Ja, also ich denke auch, das ist auch eine Art, wie ich arbeite mit den Menschen. Also ich meine, es kann ja beides sein, solange ich diese Pole werte, beeinflussen oder stören oder berühren sie mich auf irgendeine Art. Es kann jetzt sein, dass ich die Aufgabe habe, den Part, den Pol des, ich weiß auch nichts, das kann ja ein Mörder sein oder was auch immer, das können ja ganz extreme Sachen sein, zu leben, aber in dem so fest wie der eine Pol ist, so fest ist der andere auch da in mir. Also ich denke, in einer festen oder starken Angst ist eben auch genau die starke Liebe enthalten. Oder? Also, wenn ich dann einem Menschen sagen kann, dass was du jetzt spürst, diese Angst oder das Misstrauen, hat einen zweiten Pol, einen zweiten Teil, der genauso in dir ist und die das auf irgendeine Weise dann spüren können und annehmen können, dann läuft es auch wieder in das hinein, dass die zwei sich treffen können, dadurch, dass wir sie nicht mehr werten. Es macht ja nur die Wertung aus, dass die so weit auseinander sind eigentlich, oder? Also wir könnten theoretisch, also nicht theoretisch, auch praktisch, die Qualität der Mitte gar nicht erfahren, wenn es diese beiden Pole nicht gäbe. Genau. Also das eine ist vielleicht eine unangenehme Aufgabe, wenn ich den gewerteten unangenehmen Teil lebe, ist das ja eine Herausforderung für mich. Aber auch wenn ich den gewerteten guten Teil lebe, ist es genauso eine Herausforderung, weil der klopft immer da hinten. Oder? Das ist ja immer da hinten und sagt, hallo, ich bin's, die Angst, oder hallo, ich bin's, die Lüge.
bis ich sehe, dass die beide gleichwertig sind. Mhm. Oder? Bis die zusammenkommen dürfen. Ja. Eine Mitte ist dann, wenn sich das einpendelt und quasi immer schmäler, also der Weg wird dann immer kleiner, bis die zusammen sind. Und das sind, also für mich sind dann das die kleinen Erleuchtungen. Eine neue, eine andere Ebene dann dieser ganzen Situation. Warum treffen wir auch die Entscheidung, nur die eine Seite zu sehen? Ich denke, das ist eben die Art, wie wir auf der Erde als Menschen Erfahrungen machen. Wir sind in der Dualität. Und wenn wir so nicht die Erfahrungen machen könnten, wäre keine Ganzheit möglich. Ja? Und die einen Entscheidungen treffen wir halt bewusst und die anderen nehmen wir unbewusst von irgendwoher mit als Aufgabe. Dann ist diese Mitte, die du beschreibst, die ja die Erleuchtung oder auch die Heilung ist von einem Thema, im Prinzip wie die Besänftigung von einer Unruhe, völlig unabhängig in welche Richtung sie geht, also den Frieden mit dem Thema. Ich glaube, ja, den Frieden mit dem Thema, aber auch wenn du eben wieder sagst, die Besänftigung einer Unruhe, da ist darin schon wieder enthalten, aha, die Ruhe wäre eigentlich das Gute. Dasselbe geschieht auch zwischen Unruhe und Ruhe. Also auch da pendelt es hin und her. Also auch da gibt es kein, was ist besser, was ist schlechter, oder? Vielleicht also halt wirklich nicht mehr in Worte zu fassen. Genau. So. Lebendige Ruhe. Ja, so. Am ehesten wahrscheinlich mit zwei Polen zu erfassen, ja? Unruhige Ruhe. Ja. Oder, ja? Ruhige Unruhe, ja. Und wie begleitest du die Menschen in deiner Arbeit zu diesen kleinen Erleuchtungen, wie du sie beschreibst? Also ich habe sicher den Vorteil, dass ich sehr natürlich, sehr offen, humorvoll, leicht, dass ich mit einer Leichtigkeit in Kontakt komme mit den Menschen, dass ich ganz viele Situationen schon selbst erfahren habe, die mir die Menschen erzählen, und daher ein gutes Einfühlungsvermögen habe. Und dann lasse ich mich fühlen, das ist einfach intuitiv, was ich höre, was ich sehe, was ich spüre, was in den Raum fließen möchte, an Bewegungen, an Gesängen, das tue ich, ohne irgendeine Vorstellung, wie die Begegnung stattfinden soll oder enden soll. Also ich mache mir ganz sicher keine Vorstellung, wenn ein Mensch mit Kopfweh kommt, dass das Kopfweh weg soll. Er kommt mit Kopfweh und dann schauen wir diese Kopfschmerzen an und man schaut, was sonst noch kommt, aber das ist einfach offen. Das entscheide nicht ich. Ich bin einfach behilflich bei dem Stück des Weges, wo der Klient mich an seiner Seite haben möchte. So. Kann man das so sagen? So, Beispiel ist Elektrizität, die Kopfweh ist das Minuspol und dann zeigst du den Pluspol und wenn sie es verstanden hat, dann leuchtet die Birne. Genau. Ja. Schön. Dann leuchtet die Birne, ja genau. Jawohl, genau so. Genau. Und das eben alles. Aber ich erkläre nicht. Ja. Ich geb nur Stichworte oder Fragen. Ich erkläre nie jemandem, was er hat oder was ich denke, wie der Weg sein kann. Ich frage und der Klient selbst kommt mit seinen eigenen Antworten auf seine Lösung. Ja, weil
Das heißt, du gehst systemisch so auf, dass jeder anders ist, ja, und dass jeder individuelle Antworten, genau, dass es nichts gibt, keine allgemeine Sätze. Ja. Und diese individuelle Begleitung, das ist deine Kunst. Ja, genau. Im Jetzt. Oder? Weil vielleicht kommt er eine Stunde später wieder. Das habe ich mir auch zur Gewohnheit gemacht, dass ich jeden Klienten, wenn er wieder kommt, wieder so anschaue, als ob er das erste Mal kommt. Ist manchmal nicht sehr angenehm, weil die Leute dann denken, der sollte sich doch daran erinnern, dass ich das letzte Mal da oben. Aber wenn ich mich daran erinnere, bin ich die, die das dann vielleicht sogar noch festhält. Oh, du hattest doch da was, oder? Hast du nicht mehr? Und plötzlich ist es wieder da, oder? Also ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, wenn jemand kommt, sitzt er mir gegenüber, als ob er das erste Mal da wäre. So wie das Wetter, ne? Ja. Ja, ja. Und jetzt, wie es kommt. Ja. Ja. Also du gehst davon aus, dass im Grunde jeder, der zu dir kommt, alle Antworten bereits hat. Ja. Und du im Grunde mit den Fragen, die du intuitiv erspürst und dann stellst, Impulse setzt, wo er dann seine Antworten findet. Ja. Also es ist eigentlich, sind es Impulse, um sich zu erinnern. Das, denke ich, ist auch das, was am extremsten sich zeigt bei den Gesängen, wenn ich in dieses indianische Singen komme, dass sie sich wieder erinnern. Und dann kommt so wie ein Vertrauen in sich selbst, wenn man das kennt. Nicht ins Außen, sondern in sich selbst. Ein Vertrauen, das kenne ich doch, das macht doch was mit mir. Es ist ein Wiedererinnern, es ist nichts, ist neu. Es ist ein Wiedererinnern, dass man es produziert hat. Genau. Und wenn man sagen könnte, wer hat denn die Kopfschmerzen jetzt deine erfunden oder produziert, so wie man sie produziert, genau, hat, ist der Einzige, der wirklich alles Informationen hat. Und das, was genau zurückgehalten wird, genau, der zu produzieren, das sind genau Sachen. Genau. Du hast in deinem Titel für deinen Beitrag Energiearbeit gewählt. Und ich höre jetzt gerade so aus dem, was du erzählst, dass Energiearbeit für dich etwas auch sehr Rundes, alles Beinhaltendes ist. Es ist das so nicht einfach, jetzt machen wir eine Energiearbeit mit Hand auflegen oder jetzt machen wir das, sondern dass es wie ganz, ganz unterschiedliche Aspekte sind, die du einfließen lässt, auch Singen zum Beispiel, und dann das intuitiv zulässt. Ja. Es ist halt einfach, eigentlich möchte ich ja meinen Menschen, die zu mir kommen, auch sagen, es braucht mich eigentlich nicht. Also das ist mir wichtig. Weil wir haben das ja alles in uns, und die Umgebung, wo wir uns bewegen, die kann noch so klein sein, das kann eine Einzimmerwohnung in der Stadt sein. Wenn ich da einen Kaktus habe, der plötzlich erblüht, dann kann ich da ein großes Stück Heilung finden, wie wenn ich eine Stunde zu einem Heiler mich hinsetze. Es geht um die Achtsamkeit, um das wirkliche Erkennen, was rund um mich herum mir gespiegelt wird, was ich noch erkennen darf. Ja. Und mit meiner Art zu arbeiten, dass sie so verschieden ist, gebe ich natürlich auch den Menschen, die zu mir kommen, die Anstoße, dass es auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen möglich ist, Veränderung herbeizuführen, energetische Veränderung, welche in eine Ganzheit führt, oder? Also du möchtest mit deiner Arbeit die Menschen so, ja, begleiten in dem Augenblick, im Jetzt, wo sie gerade bei dir sind, dass sie in ihre Selbstheilungskraft kommen, in ihre
Selbstverantwortung genau. auch und autonom ja. lernen ja. wahrzunehmen, wie geht es mir ja. gerade, was ist der Ursprung, wo führt es mich hin, was kann ich tun, um in die Mitte zu finden ja. mit einem Team. Und das ist auch das, dass ich den Menschen immer sage, es bin ja nicht ich. Es geschieht in dieser Begegnung, in diesen zwei Leuten, an diesem Ort, zu dieser Zeit. Oder? Und der Mensch soll auch spüren in dieser Zeit, wo er, ich meine, diese Stunde oder diese zwei Stunden, wo er bei mir ist, beschäftigt er sich mit sich selbst. Nur schon das, die Aufmerksamkeit, die liebende Aufmerksamkeit, sich und seinem Körper und seinem Wesen zu schenken, das allein ist ja schon eine große Veränderung. Oder? Ja, genau. Und er soll bei mir auch spüren, eben dass das möglich ist, dass er seine Heilung, seine Veränderung, sein Leben in die eigenen Hände nehmen darf. Darf ich noch den Bereich des Singens noch einmal ansprechen? Die Art und Weise, wie du singst, hat ja auch mit deiner Medialität zu tun, mit deiner Intuition auch. Wie erlebst du das? Wenn dieser Impuls kommt und wenn du in diese Verbindung gehst mit der geistigen Ebene, mit der geistigen Welt und dann es singen lässt. Wenn es singen möchte, ist es sicher, bevor es singen möchte, manchmal noch ein bisschen ein... nicht immer ganz einfach, es wirklich so... ohne Wertung so zu lassen, wie es kommt. Braucht immer noch, ich bin ja auch ein Mensch, wie alle anderen. Immer noch ganz völlig, natürlich habe ich meine eigenen Probleme und Situationen zu meistern. Wenn ich es dann aber zulasse, wenn ich respektiv aufmache, dass ich wirklich diese Töne, diese Gesänge, die indianisch sind, und oft auch sehr, sehr tief, also es kommt auch viel männliche Energie, dann ist es eine völlige Freiheit. Mhm. Und ich fühle es als ein Geschenk für mich und für die, die zu dieser Zeit anwesend sind und zuhören. Sehe aber auch oder spüre auch, wie es einfach fließt und fließt und fließt in alles, was ist. Also und bewegt, wie die Wellen, wie das einfach ausgesendet wird. Ist doch schwierig zu erklären. Wie so alles berührt, der Baum berührt wird, die Pflanze. Also die Freiheit, die du selbst dabei empfindest, geht wie in alles hinein oder du kannst sie in allem wahrnehmen. Beides. Es ist wieder beides, es ist ein Alles in mir und ich in allem. Schön. Oder? Ich würde dich am liebsten darum bitten, ob du eine ganz kleine Meditation mit der geistigen Welt machen würdest vielleicht. Wenn ein paar Klänge kommen möchten, ist es gut und wenn nicht, lass es entstehen. Ist das für dich in Ordnung? Das mache ich. Ach, so schön. Ohne Brille mache ich das. Also vielleicht stehe ich auf, das weiß. Vielleicht habt ihr dann nur noch da den Unterleibsbereich von mir. Ich war jetzt auch nicht wissen, oder? Wir werden das jetzt genießen. Yeah.
Also ich könnte jetzt das den ganzen Tag machen. Wir würden dir den ganzen Tag. Also Bewegung wäre auch nicht schlecht so dazu. Schön. Möchte jemand von euch etwas sagen, was er so empfunden hat, wie sich das angefühlt hat? Also für mich war das einfach wirklich ein Durchdringen meines eigenen Körpers und gleichzeitig, also dass wirklich vieles in Bewegung kam und ein Prozess war des Austausches, also dass ich gefühlt habe, ich bin verbunden, eben auch, jetzt bei mir war es so, mit dem Naturwesen, mit den Bäumen und Pflanzen, das konnte ich ganz stark fühlen, also diese Brüder- und Schwesterlichkeit mit dem Pflanzenreich und Tierreich und wie zu spüren diese Kraft und Energie und für mich auch so das Kräftige, dass das sehr viel Raum hat in allem, was ist. Und es war für mich ein ganz schönes Erlebnis, einfach eben auch diese Verbundenheit, kräftige Verbundenheit dadurch zu spüren. Danke. Also ich habe es wirklich wie Wellen empfunden. Jeder Ton in seiner Schwingung wie eine Welle, die ankommt im Körper, die ankommt in der Seele, im Herzen, die ganz ankommt. Wunderschön. Und hat mich so zu etwas ganz Ursprünglichem geführt.
Und man konnte auch gut spüren, dass da wirklich auch deine Verbindung mit der geistigen Welt, auch mit Weidigel-Energie, der du ja sehr nahe bist, ganz klar präsent da war. Wunderschön. Vielen Dank. Ja. Ja. Komm ich doch kurz zu dir. Ja. Liebe Karin. Ja. War total schön und spannend. Hätte ich jetzt gerne gerade noch so weiter ausgetauscht. Und ja. Ja, ich sage jetzt noch kurz etwas. Dann. Oder möchtest du noch etwas sagen? Dann sage ich jetzt noch etwas zu dir. Hm? Als du vor Jahren zum ersten Mal in diesen Kanal gingst und eben wirklich als Medium diese Energie, diese Schwingung Weidigel zu dir kam und du sie dann eben intuitiv ausgesprochen hast, gesungen hast, den Raum gegeben hast dafür, war das für mich und alle, die dabei waren, sehr beeindruckend, weil du ja eine sehr feine, eine zierliche Person bist und das aber so groß daherkam, so wirklich groß. Ja, und fühlst du dich dann auch selber in dieser Größe, in diesem Augenblick, in dieser Erkenntnis, dass du ja auch in dieser Einheit auch das? Ich fühle mich verbunden, nicht größer, aber kräftiger und verbundener, weiter. 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 Mhm. Ja. Aber ohne, eben so wie ich vorher da sagte, ohne Begrenzung. Ja, genau. Ja. Mhm. Und diese Arbeit, eben die Energiearbeit, das Heilerische und das Intuitive, Mediale, hat das auch dich selbst sehr verändert in deiner Art mit der Natur, mit zu Hause, einfach in deinem ganz persönlichen Lebensgefühl? Auf alle Fälle, ja. Das ist auch heute noch so, dass mich jede Begegnung mit einem Klienten verändert. Ja. Dass jede Begegnung mit einem Klienten mir selbst auch ein Geschenk mitbringt. Schön. Also, es ist eben das Stetige. Das Fließen, das Weitergehen. Das spürt man jetzt auch sehr gut, wenn du das erzählst, wenn du das jetzt so sagst. Und ich denke, das ist sicher auch für die Menschen, die zu dir kommen, ein sehr warmes und gutes Gefühl zu spüren, dass sie dir auch etwas geben. Dass sie nicht, dass ich dankbar bin, dass sie kommen zu mir. Ich bin dankbar für jede Begegnung. Ja. Und ich glaube echt, dass diese Dankbarkeit schlussendlich der Schlüssel ist, weil wenn wir etwas gegenüber dankbar sind oder für etwas dankbar sind, dann haben wir es angenommen als das, was es ist. Und das ist das, was uns auf unserem Weg in die Ganzheit schlussendlich trägt oder weiterbringt. Oder? Vor allem, dass Lehren und Lernen eins sind, dass die nicht trennbar sind. Das ist genau. Es braucht einfach immer diese zwei Pole. Ohne das geht nichts. Und du gibst ja auch Meditationen. Ja. Wie sehen diese Meditationen aus? Oder wie führst du solche Abende oder Nachmittage oder auch Tage aus mit den Menschen? Ist halt auch so, dass ich fast nichts plane und dass ich mich einlasse auf das, was kommt, was ich spüre, was im Raum ist und ausgesprochen werden möchte. Ist ja auch nie ein Zufall, warum oder wofür eine Gruppe sich trifft. Die haben im Moment gleiche oder ähnliche Bedürfnisse. Aber es ist sicher oft
das sind die Meditationen von Natur beseelt haben, also mit Bäumen, mit Tieren, mit Pflanzen. Das ist erdig, so. Ja. Okay, hier geht es also auch darum, dass wir eine geerdete Spiritualität leben, dass im wir uns Alltag. Ich denke, es bringt niemandem was, 3 Monate in Indien Yoga und dann zurückkommen und dann kann ich es im Alltag nicht anwenden. Ich muss doch, wir sind ja alle spirituelle Wesen, ob wir jetzt das wissen oder nicht. Und das muss ja im Alltag, beim Abwaschen, muss mich doch diese Spiritualität erfüllen, oder? Ja, das ist, ja, natürlich. Dann kann auch Abwaschen Meditation sein. Ja. Kann man sogar dafür dankbar sein. Ja, Karin, ja. Ich danke dir. Danke vielmals. Es war eine ganz schöne Begegnung mit dir und diese Klänge, diese indianischen Gesänge sind also angekommen, die schwingen im Raum noch. Und auch hier wieder, es ist so schön, wie das wunderbar ergänzt hat, was vorher war. Mhm. Ich glaube, es geschieht wirklich so etwas ganz Ganzheitliches von jedem Einzelnen. Jeder bringt seine Stimme in den gemeinsamen Klang des Tages. So schön. Ja, danke schön. Danke. Auch danke schön. Ja, wir danken euch auch für das Dabeisein, für das Mitschwingen, auch mit den Gesängen. Und machen jetzt wieder eine kleine Pause. Und in etwa 10 Minuten, spätestens, sehen wir uns wieder mit der nächsten Begegnung. Okay?